An der Straße Ochsenpfuhl in Herzberg hat man einen sehr schönen Blick auf den Ochsenpfuhl, also ein gleichnamiges Biotop. Dieser Erdfallsee war früher mal größer als der Jüß. Und dieser Punkt ist halt besonders schön und wichtig, weil man hier, wenn die Wetterlage ruhig ist, also im Frühjahr und Herbst, wenn es relativ kalt ist, morgens, wenn die Sonne aufgegangen ist, noch keine Thermik besteht, kann man hier tolle Reflexionen auf dem Wasser, nämlich auch das Schloss, einfangen. Bei dieser Aufnahme sieht man die Reflexion des Schlosses nur angedeutet, aber bei ruhiger Wetterlage lässt sie sich sehr, sehr schön ablichten, wenn man auf Fototour in Herzberg ist. Ich finde diese Stelle besonders interessant, denn früher hieß es, dass sonntags Kinder, also wo die Eltern besonders glücklich sein dürfen, solche Kinder zu haben, das Schloss in dem See in Herzberg erblicken würden. Das mag eine Andeutung darauf sein, dass dies die Kinder sind, die besonders fleißig sind, früh aufstehen und aus diesem Grund bei ruhiger Wetterlage die Reflexion des Schlosses im See erblicken können. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren, und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.